Hey zusammen, Screenetic TV ist dabei. Was geht ab? Und wir haben uns gedacht, wir kennen uns schon ein bisschen. Wie gut haben wir uns in Wirklichkeit schon über den anderen informiert? Ja. Wir spielen zu dritt. Weitwinkel-Perspektive. Und zwar haben wir uns gefragt, wie gut kennen wir den anderen wirklich? Und das wollen wir in ein paar Fragen rausfinden. Ich muss wissen, ein paar Sachen über ihn oder seinen Kanal. Und er dasselbe Spielchen bei mir. Und wir haben jetzt so 5 Minuten Zeit, uns Fragen zu überlegen. Genau. Und dann geht's los. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ciao. Hallo? Ja, dir auch. Okay, wir sind fertig soweit und wer fängt an? Erste Frage für dich. Okay, oh scheiße. Wie viele Kanäle führe ich derzeit aktiv? Aktiv? Also du meinst wirklich aktiv? Wo zumindest im letzten Monat ein Video rausgekommen ist. Die Frage ist eigentlich relativ leicht. 2 Weekly Otakus. Nein. Und Mangani.me, außer du meinst noch deinen MV-Kanal, aber den hast du nicht aktiv geführt. Also den führst du nicht aktiv. 3 Stück. Was? Mangani.me, Weekly Otakus und Lukras. Da kam letzten Monat erst wieder ein neues MV. Nein, da kam ewig nichts. Es kam jetzt im Februar. Laber nicht, du Hure. Du hast es nicht gesehen? Nein. Ein halbes Jahr kam letztlich. Digga, Junge. Gerade so ein Punkt für Tom, krass. 1-0 für ihn. Okay, jetzt kommt meine Frage, ja? Das ist bestimmt gemein. Ja. Welcher Manga oder / Anime war der erste, den ich auf meinem Kanal Screenetic TV vorgestellt habe? Also das erste Video, wo ich wirklich einen Manga oder Anime empfohlen habe. Ja, da muss ich überlegen, der Gute. Assassination Classroom? Falsch. Der kam erst ziemlich spät. Mein allererster war Brunhilde in the Darkness. Brunhilde in the Darkness. Oder Goku no Brunhilde, wie man es auch will. Ja. 1-1 würde ich sagen. Okay. Wann wurde Weekly Otakus gegründet? Junge. Alter, vor 2 Jahren ungefähr, glaube ich. Ja, ich will das Datum. Weiß so, als ob ich das genaue Datum weiß. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich schätze mal, was es war. Weißt du wenigstens den Monat? 2014 war es. Monat. Und zwar ziemlich am Ende 2014. Es war ziemlich irgendwie nah, wie dieses RTL-Debatte da war. Das weiß ich noch. Also welcher Monat? Ich glaube, es war irgendwie November. November. Oder November, sage ich. Und schätzt den Tag noch? Weiß ich nicht, so Mitte, Anfang, keine Ahnung. So, damit ihr es mir alle glaubt, schauen wir jetzt zusammen alle nach. Alter, noch irgendwo Hurensohn. Ah. 27.09.2014. Was war's mit November? Junge, beruhig dich, diese 2 Monate unter. 2 Monate! Junge! Du schneidest dich. Steht 2-1 für mich. Das ist aber eine ziemlich einfache Frage. Und wenn die Tom nicht weiß, dann ist er der größte Spaß auf Erden und der schlechteste Freund aller Zeiten. Was ist mein Lieblingsanime? Elfenlied. Das ist ja nur halb richtig die Frage. Ja, Antwort. 2 Lieblingsanimes. Du hast mein Top 10 Video also nicht gesehen? Ich hab's überflogen. Was für ein Wichser, Alter. Ich hab's überflogen, weil zu lange. Also, wie heißt der andere Titel noch? Death Note. Falsch. Phantom. Ja, aber das zählt jetzt nicht mehr, oder? Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Machen wir einfach gar nichts, das, ja? Also, 2 jetzt noch für dich. Du wirst Spaß. Nenn mir mal 3 Rubriken, die ich in den letzten 2 Jahren auf meinem Kanal geführt habe. Egal welchen? Manganime oder Weekly Otakus? Okay. Die Manganime Show, die Manga Kurzreviews. Nein, so heißen die. Oh, ist doch egal, kurz. Nein, ich will nur 3 wissen, deswegen musst du auch schon wissen, wie die heißen. Na, du bist ja ein guter Freund. Alter, wenn du so willst, Manga Kurzreview hast du doch genannt, die Scheiße, doch egal. Nein, jetzt lass es. Dann halt Manga Kurzkritik. Nein. Oder Manga Vorstellung. Nein. Also warte. Manga Anime Show. Da ist diese. Du hast die nie benannt, die Formate. Nicht alle. Anime Review. Du hast die einfach mal Anime Reviewer genannt. Die damaligen. Und. Da war noch was.
und deine Vlogs. Vlogs ist doch kein... Na klar, deine Vlogs, wo du über ein Thema geredet hast. Wie soll ich denn mit themenbasierte Vlogs? Ist doch eine Rubrik bei dir. 3-1 für mich. Nur ich wollte nur 3, ich habe 15 Kategorien bestimmt. Ja, ich denke, ich kenne die beiden Namen, okay. Gut. Nenne 2 Lines aus dem Song Ich hab Otaku. Otaku weiß sofort, ob du einer von uns bist. Wir sind Familie, Kiss Exist. Otaku Punch ist böser Junge und deine Serienhelden. Der Otaku hat die geilsten Helden. Ich hab. Außer die Hook. Also wirklich aus dem Text, Digga, du hast es geschnitten. Alter, du weißt jetzt keine 2 Lines. Egal welche, einfach 2 Lines aus der. Am besten drauf folgenden, die sie schreiben. Kiss Exist. Das ist keine Line. Eine ganze Zeile. Also 2 Zeilen. Bewirf dich mit Genki Dama, was willst du tun? Keine Anime mehr zu schauen. Geh doch mal durch den Kopf, wie es mal. Was nun? Antwort ist ganz klar. Ruf doch Otaku. Otaku, komm, du sagst Anime ist scheiße. Nimm das zurück, sonst kommen 9000 weitere. Du versteckst dich unter Dexter und. Was ist jetzt eine? Warte. Eisenberg, doch Otaku hat Son Goku und fickt sie mit einem Schlag. Otaku kommt. Otaku beschützt die ganze Welt. Du bist böse, Otaku ist Held. Brichst du Gesetz, brichst die Otaku die Beine. Ich rufe Leid, Otaku kommt. Was ich meine. Du hast gute Serien, ich hab Anime. Du hast eine Voice, ich hab Otaku. Du hast ein Problem, ich hab Otaku. Das ist eine schwierige Line, sogar finde ich, die fällt mir gerade selbst nicht ganz ein. Du hast keine Fantasie, ich hab Otaku. Ich hab Otaku. Ich hab Otaku, ich hab Otaku. Ich hab. Nein. Anime, YouTube, du schaust, dein gibt's Doktor. Gibt's auch? Das sind nur einzelne Wörter. Ihr habt Familie, Kiss Exist. Nein, falsch, okay, also 3-2, du bist. Wie sind die letzten 2 Videos, die ich rausgebracht habe? Veränderung oder so. Und das ziemlich kurz durch eine Kiss My Ass, also davor kam noch was. Davor hast du Veränderung, dann hast du nochmal ein Video gebracht, wo du sagst, dass sich einiges ändern wird, aber wie das heißt, weiß ich leider nicht mehr. Das ist aber auch unfair, so eine Frage mit Titeln und so. Was, das sind jetzt 2. Woher soll ich denn? Denkst du, ich merke mir die Titel deiner Videos? 4-2 für mich. Was, Alter, ja, machst du eine unmögliche Frage? Das ist mir unmöglich, was ist da einfach? Bei der nächsten Frage habe ich dich. Welches war das erste Video, was wir gemeinsam gemacht haben? Vor der Kamera. Nein, egal, einfach das Video, was wir das allererste, was wir zusammen gemacht haben. Ist egal, ob oder. Wer bin ich? Mist. Mit Andreas, SGP, Manga und Anime. Okay, du hast gewonnen, aber auch unehrenhaft. Wie so eine Frage? Schreibt es in die Kommentare. Nein, du hast ja gewonnen. Ich hab gewonnen. Leute, schreibt es in die Kommentare. Waren seine Fragen einfach nur. Es waren einfach nur Fragen, die man einfach nicht wissen kann, ja? Meine letzte Frage wäre übrigens gewesen: Welches ist mein erfolgreichstes Video auf meinem Kanal? Die Antwort wäre. Welches ist mein erfolgreichstes Video auf meinem Kanal? Ich habe nur die Videos geschaut, wo ich drin vorkomme. Moment. Da kommst du doch vor. Finger weg von Kurono. So heißt das aber nicht. Was? Das heißt Finger ran an Kurono. Ihr merkt, Tomcast ist der schlechteste Freund, den man haben kann. Hallo? Nicht mal die einfachsten Fragen kann. 11880. Ciao, Leute. Tschüss.